Der höchste Sieg, die längste Siegesserie und die jüngste Startelf. Das sind nur einige der Rekorde, die die U23 in dieser Saison aufgestellt hat. Fragen wir doch mal Vincent Wagner. Was war dein Lieblingsrekord in dieser Saison? Alle. Ich hätte jetzt eine Vermutung gehabt. Was wäre denn die Vermutung gewesen? Jüngste Startelf. Jüngste Startelf. Ja, also auf jeden Fall eine coole Sache. Nur jüngste Startelf gibt mir jetzt gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Jüngste Startelf und Gewinn dann schon eher, weil ich finde halt, Alter ist halt kein Kriterium. Auch wo wir in der U23 sind, auch gerade da ist Alter kein Kriterium. Sowohl jung als auch alt. Ich finde schon, dass das Ergebnis dann schon wichtig ist. Und nur wenn wir jetzt die jüngste Startelf gehabt hätten und ja, also es wäre für mich halt so ein bisschen blutleer gewesen. Jüngste Startelf, dafür aber fünfmal hintereinander verloren. Sage ich halt, hat mit Leistungsfußball jetzt nicht so viel zu tun, wie ich es verstehe. Da wir es aber geschafft haben, mit der jüngsten Startelf auch sogar einige Male zu gewinnen, nicht immer, aber auch einige Male zu gewinnen, finde ich das schon was Beachtenswertes auf jeden Fall. Das kann man nicht jedes Jahr machen, hängt natürlich auch von den Talenten ab, die man hat. Aber es bot sich dieses Jahr an mit den richtig guten 2-4ern und jetzt am Ende ja sogar mit Drexler auch ein 2-5er dabei. Bot sich das an und cool, dass wir es geschafft haben und auch noch dann erfolgreich zu sein, weil gerade dann, ja, dann gefällt mir der Rekord auch oder dieses jüngste Startelf mit einem Sieg, so jüngste Startelf, aber dann verloren 3-0, gibt mir jetzt nicht so viel. Es waren 3-1 gegen Koblenz mit der jüngsten Startelf, 19,1 Jahre noch im Jahr 2022. Und die Rekorde, die ich jetzt aufgezählt habe, waren ja alles positive Rekorde. Mhm. Von daher auch ein Indiz für diese positive Saison, die in der Spitzengruppe dann zu Ende gegangen ist. Man hat sogar, oder ihr habt ganz oben angeklopft. Hättest du das alles so in der Form erwartet, dass es wirklich in diese Richtung gehen wird? Das Ziel war ein Platz unter den ersten 10, beziehungsweise ein einstelliger Tabellenplatz, also unter den ersten 9, wenn man so will. Ja gut, das ist ja auch realistisch. Also ich glaube schon, ohne jetzt so weit vorauszublicken, dass man in der Regionalliga auch gut daran tut, erstmal bodenständige Ziele auszugeben, weil hat ja das jetzt auch, haben die letzten Spiele ja auch gezeigt, also man muss einfach immer am Limit performen, sonst reicht es einfach nicht, das muss man sagen, wenn man das schafft, ja, mal klar schafft man auch mal so klare Siege, keine Ahnung, Balingen, wenn es dann läuft, Trier Hinrunde oder auch jetzt gegen Frankfurt und Worms, aber auch da, wenn man sich die Spiele genau anguckt, ist es ja immer erst so, es stand bis zur 70. 1-0 und in jedem Spiel war so ein Moment, wenn ich mich jetzt an Worms erinnere, wenn die kurz vor der Pause, wo es dann abseits ist, was knapp war, wenn die da das 1-0 machen, geht das Spiel auch schon wieder in eine ganz andere Richtung. Also in der Liga ist es einfach so, jedes Spiel muss erstmal gespielt werden. Die Gegner sind stark genug, einem immer weh zu tun. Und ja, deswegen ist so ein bisschen bodenständige Zielsetzung gar nicht verkehrt, zumal ja in U23 immer eine Riesenfluktuation ist. Im Sommer neues Trainerteam, 20 neue Spieler. Wir haben dieses Jahr, das ist Wahnsinn, also wir haben dieses Jahr, also ich glaube, wir haben unsere Aufgabe voll erfüllt, wir haben dieses Jahr 39 Spieler in Pflichtspielen eingesetzt, 39, also das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja, was heißt, habe ich es erwartet? Also es war schon relativ zügig abzusehen, dass wir eine sehr, sehr talentierte Truppe haben, hat aber auch gemerkt, dass wir noch sehr grün hinter den Ohren sind, was auch normal ist. Jetzt weiß ich ja, wie Mannschaften spielen die letzten Jahre, die ich so begleite und die Bereitschaft der Jungs war da von Anfang an und wenn die Bereitschaft der Jungs da ist, dann ist da immer sehr, sehr viel möglich und deswegen, dass es so gut wurde, war jetzt nicht unbedingt abzusehen, aber es hat mich jetzt auch nicht so extrem überrascht. Nehmen wir uns nochmal kurz mit in die letzten Wochen, wo dann ja plötzlich klar wurde, okay, man klopft noch oben an, ein Thema, was wahrscheinlich lange Zeit in der Saison keins war. Und dann plötzlich war es eins und es ist ja dann auch eine spannende Reise, die dann irgendwo stattgefunden hat. Wie hat das die Spieler dann vielleicht auch nochmal zusätzlich weitergebracht zu der ohnehin vollzogenen Entwicklung in diesem Jahr? Ja, das muss man ja schon sagen. Also sind die letzten 6-7 Wochen so, also wir haben eh immer eine hohe Spannung drin, aber die letzten 6-7 Wochen, wo es halt wirklich noch darum ging, hey, gehen wir wirklich noch komplett oben rein, da war natürlich eine extrem hohe Spannung da. Ist auch so ein bisschen nach der Niederlage gegen Balingen ist dann auch so ein bisschen der Druck auch mal abgefallen. Wir hatten jetzt gegen Aalen dieses besondere Spiel, wo wir dann eigentlich Freitag gespielt hätten, wo dann Samstag, Sonntag frei war, was das erste freie Wochenende von den Jungs, also hey, Fußball, geiler Job, ohne Frage, wollen wir uns nicht drüber unterhalten. Es hat trotzdem auch ein bisschen was mit Verzicht manchmal zu tun in manchen Phasen. Wir hätten Freitagabend gegen Aalen gespielt und es wäre dann im Jahr 2023 unser erstes freies Wochenende gewesen. Das hatte sich ja dann aus den Gründen mit dem schweren Unfall, nochmal einen großen Dank an Yannick, dass es beim
Schrecken geblieben ist, beim heftigen Schrecken, aber dank unseres Mannschaftsarztes, der das wirklich überragend gemacht hat, ja, ist es halt beim Schrecken geblieben, weil sonst mag man sich gar nicht ausmalen. Nee, aber dadurch hatten wir halt immer Spannung und die Jungs wollten dann auch noch mehr, als sie sonst wollten und hatten im Prinzip durchgehend relativ zügig Training und viel Training. Und jetzt nach der Niederlage gegen Balling war es halt, klar, eine gewisse Enttäuschung war da, aber auch so ein bisschen war dann auch mal okay, dass man mal ein paar Tage abschalten konnte. Nichtsdestotrotz hätten wir es gerne bis zum Ende halt spannend gehalten und durchgezogen. War schon so ein bisschen das Szenario, auf das wir hingearbeitet haben. Letzter Spieltag, Ulm in Steinbach, ist uns dann am Ende nicht ganz gelungen, weil nach 9 Siegen, wie gesagt, dafür ist die Liga zu eng. Das mag man, hört sich vielleicht immer so ein bisschen an, aber jeder, der sich ein bisschen in dem Bereich auskennt, weiß einfach, was es bedeutet, Regionalliga-Fußball zu spielen. Auswärts, auf vielleicht auch gar nicht so einfachen Plätzen, bei sehr, sehr cleveren Mannschaften, halt als U23 meistens in einem Altersschnitt, der 5-6 Jahre unter denen des Gegners liegt und irgendeine Konsequenz muss das ja haben. Auf der einen Seite viel Power, viel Energie, auf der anderen Seite natürlich noch ein bisschen mangelnde Erfahrung, aber das ist okay. An der Stelle auch nochmal gute Wünsche an Steffen Kienle vom VfR Aalen, der sich da schwer verletzt hatte im Spiel, deswegen die Partie auch abgebrochen werden musste. Aber auch wieder auf den Beinen ist, wie wir gehört haben. Wir haben auch einige Spieler dabei gehabt, die den Sprung geschafft haben in dieser Saison, die Bundesliga-Minuten gesammelt haben, teilweise auch gar nicht so wenige und jetzt auch voll dabei sind im Profikader. Auch etwas, was als positive Entwicklung definitiv bezeichnet werden muss. Wie hast du die Entwicklung dieser Jungs gesehen und kannst du uns Hoffnung machen, dass da jetzt noch ein paar Folgen werden die nächsten Monate, Jahre? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass wir hier viele Talente haben. U17, U19 Jungs. U19 kommen jetzt nicht mehr ganz so viele hoch, weil wir ja schon echt viele dabei hatten. Deswegen finde ich auch, muss man ja schon sagen, U17 mit dem Spielen um die deutsche Meisterschaft, aber auch die U19. Wenn man überlegt, dass die besten 4 U19-Spieler, ist ja auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal bei uns, nicht komplett, Bayern macht es auch ähnlich, dann auch Probleme in der U19, aber wenn man mal so sieht, dass die besten 4 Jungs aus der U19 die ganze Zeit bei mir oder ja sogar im Profibereich die ganze Zeit waren, Damar, Hackmann, Tuhumcu, Kwasi und Bischoff ja auch noch, also wir reden um 5 Spieler, die U19 noch spielen könnten, die aber bei uns ja alle schon, um sie halt individuell zu fördern, schon weiter waren. Deswegen finde ich auch den 4. Platz der U19 ist echt eine gute Leistung. Also persönliche Entwicklung schon spannend, wenn man dann auch die Saison mal so ein bisschen chronologisch sieht. Diese Top-Talente am Anfang echt Probleme gehabt im Männerbereich. Selbst ein Umut oder so, der gut gespielt hat am Anfang, aber so nach 5 Spielen kam, hey, Trainer, erst ein Tor und wie kann das denn sein und warum denn? Der es halt gewohnt ist, als Jüngergang schon 20 Tore in der U19 Bundesliga geschossen. Muss man den Jungs ja dann auch erstmal kennen, hey, das ist normal, Junge, das ist Erwachsenenfußball, das ist Profibereich, da spielen jetzt 15 Jahrgänge zusammen. Und Umut ist ja ein super Beispiel, der dann das genutzt hat, wo Sommer im Trainingslager bei den Profis mit dabei gewesen, sicherlich auch ein bisschen enttäuscht gewesen, dass er nicht oben drin geblieben ist, aber der dann sofort erkannt hat, hey, das ist mein Job und ich habe Spaß dran. Jeder U23, der ein brutaler Leistungsträger geworden ist im Laufe der Hinrunde, der das dann über die Schiene halt geschafft hat, in der Rückrunde dann auch jetzt fester Bestandteil oben zu sein, der jetzt wirklich schon ein paar Mal von Anfang an gespielt hat. Jetzt kommt er gerade im Moment so ein bisschen von der Bank, aber das ist echt normal. Der kann ja noch U19 spielen, also da gibt es jetzt nicht so viele. Und da gibt es halt noch viele, 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 viele andere. Das Coole ist aber halt, dass halt nicht nur die besten 5 sich entwickelt haben. Also ich glaube, ein Geheimnis, warum wir dieses Jahr so erfolgreich waren am Ende des Tages, das muss auch das Ziel die nächsten Jahre sein, dass 1 bis 5 hat sich auf jeden Fall individuell top entwickelt, aber auch Spieler 15 bis 20 hat sich halt individuell top entwickelt. Das war ja auch unser großes Geheimnis, weil moderner Fußball, extrem schnell, viele Verletzte, große Fluktuation halt einfach drin, deswegen auch ein bisschen größere Kader. Das sieht man ja überall, wenn man guckt, keine Ahnung, die Bayern fahren ohne 7 nach Bremen, querbeet. Also wenn man so durchguckt, wirklich viele, viele Verletzte, weil das Spiel halt einfach schneller wird. Klar, wird man auch in der Verletzungsprophylaxe, wird auch gearbeitet. Jetzt sind wir ja dran mit unserem guten Athletiktrainer, mit dem guten Hannes. Er ist da ja immer echt hinterher und ist da auch wirklich richtig gut, genauso wie die Physioabteilung. Aber ja, das ist einfach normal und deswegen war, glaube ich, ein Grundstein für die gute Saison war halt auch die persönliche Entwicklung von Spieler 1 bis 5, aber auch von Spieler 15 bis 20, wofür halt das ganze Trainerteam auch mit viel Fleiß gesorgt hat und die Jungs natürlich auch, weil wenn die Jungs halt sich hätten da hängen lassen, dann wäre es mit ihrer persönlichen Entwicklung auch nichts geworden und haben sie nicht. So. Luka Doric, mich jetzt zum Beispiel erinnere, der, ne, hoffen wir mal Junge, auch mit Verletzungen immer ein bisschen zu kämpfen,
der dann wirklich auch eher hinten dran war, so hinter diesen ganzen Top-Talenten, aber der dann im Winter da war und dann beim 1-0 in Waldorf 90 Minuten überragend gespielt hat, im Rückspiel gegen Ulm da war. Und ja, also das sind halt so dann die Geschichten, die genauso spannend sind wie die von den Top-Talenten. Und damit zum Abschluss die Frage, ist ein Fundament irgendwo gelegt für die kommende Saison? U23 immer schwierig, muss schauen, wie sieht es dann in der kommenden Saison aus, aber sind einige Jungs da, du hast es angesprochen. Wie blickst du da schon mal voraus in die kommende Saison mit diesem Fundament, was sich in diesem Jahr auch ein Stück weit gefunden hat, weil eben die Jungs noch mal ein Stück jünger sind, als das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war? Ja, also worauf ich mich freue, ist, dass ich mit den meisten weiterarbeiten kann, weil unsere Idee ist schon, auch im gesamten Trainerteam, so persönliche Beziehung. Das ist für mich halt das A und O. Und wenn man die Jungs jetzt kennt, wenn ich so vergleiche, wie es vor einem Jahr war, wie es jetzt halt ist, dann sind wir halt schon, so was persönliche Beziehungen angeht, an einem ganz anderen Stand. Ich denke schon, dass ich auch, nicht nur ich, sondern auch wir, dass wir ihnen noch einiges mitgeben können. Also ich glaube, so 3 Jahre kann man ganz entspannt mit den Jungs meistens zusammenarbeiten. Da kann man immer noch, gibt so viel zu tun. Und das ist auch jetzt so der Stand. Also es gibt einige Spieler, die sich überragend entwickelt haben, aber bei jedem würden mir spontan noch echt viele Dinge einfallen, die wir noch besser machen können. Fundament ist da, müssen wir mal gucken, am Ende des Tages, wie groß wird der Umbruch. Wir nehmen natürlich mit Elmkies, mit Geschwill und mit Proschwitz schon 3 richtige Bretter. So, also das sind natürlich schon totale Führungsspieler. Ne? Proschi dann auch im Übergang jetzt Richtung Karriereende, dass er jetzt auch da ist, wirklich Top-Job gemacht, Kabine zusammengehalten. Und dann auch Max, und der schon lange da ist, aber auch Eli. Auch ein großer Faktor, warum wir in der Rückrunde so erfolgreich waren. Und ich hoffe, dass die beiden ganz gut unterkommen. Ich glaube es schon. Und dann muss man gucken, ob wir vielleicht noch 1 oder 2 verlieren. Und dann hast du sicherlich 1, 2 Baustellen, ein paar Positionen, die du vielleicht noch, nicht nur vielleicht, die du noch schließen musst. Aber wenn ich so sehe, vorne haben wir auf jeden Fall echt ordentlich Qualität und auch hinten. Und deswegen, also die Jungs wissen, was wir wollen, haben sicherlich auch schon ein gewisses Fundament erarbeitet. Nichtsdestotrotz muss man dann schauen. Aber wenn wir die Truppe so zusammenhalten, wie sie ist mit den meisten, und die kleinen Baustellen, die da sind, ein bisschen schließen, ist auf jeden Fall wieder ein bisschen was möglich. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Vincent, für den Rückblick auf die vergangene Saison. Und dann sind wir gespannt, wie es dann in der kommenden Spielzeit weitergeht. Ich auch. Danke dir. Und danke auch, liebe TSG-Fans, fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.